Tenzing 2, machst du bitte den Generator an. Danke. Und das Zelt bleibt zu. Also, wir konnten den Aufstieg erstmal nicht beginnen, weil Tenzing 3 ein schweres Alkoholproblem hat. Und daher mussten wir erstmal uns völlig sinnlos in der Berggasthöfen besaufen. Aber für mich kein Problem. Also da mache ich auch Abstriche. Und es soll ja auch ein bisschen Urlaub sein, ne? Wie ich hier rangekommen bin? Ganz einfach, eine Zeitungsannonce. Habe ich geguckt. Naja, habe ich angerufen. Ist besser als irgendwie irgendwas sauber machen. Hey, können wir mal eine Pause machen? Nein. Warum denn nicht? Nein. Wann können wir eine Pause machen? Verschießt du irgendwas? Nein, nicht. Das ist verschissen. Was war da gerade? Nix. Das war der Schnee. Okay, weiter. Wie viel Geld ich dafür kriege? Naja, ich hab mir ein bisschen eingeschleimt. Hat er mir einen Zehner mehr versprochen. Mehr sah ich dazu nicht. Freundschaft, das ist Freundschaft. Das, was ich mit meinen Sherpas hab, das hat eben der Massentourist nicht mit seinen Sherpas. Ich kenne die Jungs schon jetzt länger als 15 Jahre. Und das ist Freundschaft. Nicht wahr? Tack, 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 tack. Ein echt coole Kumpels. Wie ich mal der Kamera vorstelle, guck mal. Das ist einer von den Schüchternen. Komm mal ran, Kurzer! Komm jetzt her! Von der Spiritualität, ja, können selbst die Inder nicht mithalten. Das ist ganz, ganz großes Kino, die für Skills haben teilweise. Man wird durch und durch verwöhnt durch die innere Verbundenheit zur Natur, zum Mensch. Und reicht jetzt. Jungs! Köpfe auseinander! Nix ohne mich besprechen! Ja? Ich will zurück nach Preselberg. Kann das nicht. Was ich über MC Bomber sage? Spast. Untalentiert. Frauenfeindlich. Kein Rhythmusgefühl. Nicht, nicht kann er. Sag mal, ihr widersprecht mir nicht vor der Kamera. Ist das irgendwie so schwer zu verstehen, ein bisschen Erde für meine Fans einzusammeln? Die 4 Kilo Erde, die wir da mitschleppen, die machen jetzt doch wirklich den Kohl nicht fett. Ja, meine Hände sind kalt. Was für eine faule Bande hier, Mann. Meine Handschuhe sind eingefroren. Komm, seht zu. Ich bin auch nicht so. Jungs, also wenn das jetzt so. Also wenn das jetzt wirklich die nächsten 2 Tage auch noch so weitergeht. Ich bin hier auch nicht zum Spaß. Das ist hier kein Ferienausflug oder. Was habt ihr euch vorgestellt? Was war. Hey, hallo! Ich rede mit dir gerade. Was war denn die Perspektive? Bezahle ich euch oder bezahle ich euch nicht? Fernsehen. Sag du? Sag dazu nichts. Nee, dann sag ja nichts. Dann räumt einfach ein, macht euren Scheiß. Komm. Weißt du, von wem du bezahlt wirst? Freches Bergpack. Wirklich so eine Spinnerbande, ey. Den ganzen Tag nur auf der Flöte rumspielen und beten. Wenn es da mal ans Eingemachte geht, dann ist das ist dann immer so. Muss das immer so sein dann? Och Mann, ey. Wirklich. Wenn das so noch läuft in Zukunft. Nee, also wenn das so abläuft, wie es bis jetzt gelaufen ist, können wir sowas in Zukunft einfach nicht mehr machen. Zeig, wie das ist. Schade drum, aber das ist es nicht. Das zeig, wie das ist. Das muss ich mir nicht geben. Also, der geht dann auch ein Stück weit an die Menschenwürde ran, finde ich. Guck dir die an, das ist hier alles. Sieht ja alles aus wie bei. Das ist doch nicht Natur, ey. Machst du mal kurz die Kamera aus? Dann kann ich dir mal was sagen. Du, pass auf. Das nächste Mal, ich mach diese Scheiße nicht nochmal. Machen wir in die Domrep. Dann kannst du den ganzen Wichsern vom Label sagen, ich habe keinen Bock mehr auf sowas. Und mich auf so eine Mission zu schicken, mit so einer Spinnerbande, also ich glaube, die haben doch nicht alle Latten am Zaun. Ich glaube, hakt wirklich, ich bin Top 10 Rapper, aber was bilden die sich denn ein überhaupt? Soll das irgendwie ein, ist das ein Prank? Komm, lauf weiter, sieh zu. Mann, 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 Mann.
bin engstirnig, eingebildet und ich hasse Deutsch. Du fragst mich irgendwas auf Englisch, ich antworte nur Deutsch. Die Leute pilgern nach Berlin, weil sie die Endstimmung suchen. Meine Stadt hat keinen Platz übrig für Selbstfindungsschule.